So einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr da seid zum 7 Days to Die Hardcore Event. Und ja, bevor wir richtig loslegen, gibt es natürlich wie immer erst das Intro. Viel Spaß! So, guten Abend. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Samstagabend, ungewöhnlicher Stream für den Schnitzel, aber es ist so. Denn das Hardcore-Event in 7 Days steht an, meine Freunde. Der TS ist pickepacke voll, da sind wir da alle mit am Start. Wir haben uns schon ausgiebig bequatscht. Ich habe gesagt, ich werde mich mal kurz ausklinken, werde mal kurz Hallo sagen schon mal. Und ihr werdet gleich mit dem Bild ein bisschen alleine gelassen. Also, weil wir dann alle zusammen gleich noch online gehen. Ich wollte bloß schon mal vorher Hallo sagen. Und zu allem anderen kommen wir dann später. Ich wünsche uns auf jeden Fall schon mal vorab einen wunderschönen Abend, der unter Umständen recht kurz werden könnte. Weiß man ja nie, ne? So wie das Hardcore-Event läuft. Sollte es mich aber relativ schnell erwischen oder allgemein erwischen, dann gilt nach wie immer, dann werde ich einen Host schieben zu einem der anderen Teilnehmer. Und ja, dann sehen wir weiter. In diesem Sinne klinke ich mich jetzt auch gleich erstmal wieder aus. Bild bleibt bei euch, Ton ist erstmal weg und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Mukiana. Guten Abend. Barbarian ist mit dabei. Grüße. Notice. Gemutet. Gemutet, sehr schade. Noah ist dabei. Hallihallo, Grüße. Auch Nordisch D. Einen schönen guten Abend. Proximus Prime ist mit dabei. Guten Abend. Razer. Moinsen. Schmidtmaster. Hallihallo. Und Weltry. Ja, hallöchen. Also, das Hardcore-Event, es ist ein, wer es noch nicht kennt, wir spielen 7 Days to Die in einer sehr harten Variante. Wenn du stirbst, bist du raus. Es ist ganz einfach, wir spielen die Vanilla-Version, alles völlig normal, eben nur ein bisschen härter als sonst. Ich sag immer, stellt euch nicht vor, ihr spielt 7 Days to Die, stellt euch vor, ihr spielt Walking Dead. Und ihr habt echt Bock, eine Steinaxt zu machen. Was wir machen werden, ist als erstes in kleinen Gruppen joinen, weil wir reizen 7 Days to Die aus bis über die Kante mit so vielen Teilnehmern bei diesem riesigen Event. Und deswegen werden wir in einzelnen Gruppen joinen. Wir werden uns dann auf der Karte befinden, aber dementsprechend noch nichts machen. Erst wenn Schnitzel, der sich jetzt meldet... Ja, ich wollte mich mal kurz dafür bedanken, dass ihr schon ohne mich angefangen habt, während ich noch Hallo zu meinem Chat gesagt habe. Schönen guten Abend. Ja, das war Schnitzel, mein Server-Admin. Und er wird auch das Spiel freigeben, sobald die letzte Gruppe an Spielern gejoint ist. Es gilt, die Horde zu überleben, und zwar am Tag danach bis 12 Uhr mittags. Wer es bis dahin geschafft hat, hat das Event hinter sich gebracht, erfolgreich. Wer vorher stirbt, kommt zu mir in das in die Dev-Zone und wir führen ein kurzes Interview. Dann höre ich mir an, wo ihr gejoint seid, warum ihr gestorben seid und so weiter. Dann machen wir ein kleines Interview und ich hoffe, ich werde auch lange überleben. Ansonsten werde ich hier laufen lassen und sozusagen das Ganze kommentieren. Und damit werde ich auch nicht so lange rumalbern, sondern schon sagen, Schnitzel, dann können wir schon langsam loslegen. Was jetzt schon? Haben wir nicht noch ein bisschen Zeit? Es wird sowieso lange dauern. Okay, Freunde der Sonne, also nochmal dran denken, ganz wichtig, Easy Anti-Cheat, dass ihr deaktiviert habt, dass ihr eure Ingame-Voice auf jeden Fall aktiviert habt. Wir werden es jetzt folgendermaßen machen. Max wird euch jetzt im Channel in der Beschreibung das Passwort mit reinschreiben. Anschließend werden als erstes Max und ich joinen. Sobald wir drin sind, wird Max wechseln in den Ingame-Channel und ich bleibe hier und gebe euch dann Stück für Stück plus meinen hier Steam Schützling, den ich dann das Passwort auch gleich schicken werde, das Go zum Joinen. Stück für Stück. So, Passwort, Max, ist es? Ich gebe frei. Gut, das Passwort steht jetzt drin. Max, dann joinen wir als erstes direkt. Jawohl.
Und sobald wir drin sind, dann verschwinde ich mal runter. Genau, verschwindest du nach unten. Und wie gesagt, denk dran, in die Hocke, nicht bewegen, Ingame-Channel wechseln. Und dort bitte absolute Ruhe. Nur wer einen Zombie bekommen sollte, wird sich oder soll sich kurz bemerkbar machen. Der darf um Hilfe schreien, genau. Genau, also wir hoffen, dass das Join-Verhalten da jetzt besser läuft, wenn wir in diesen kleinen Grüppchen spawnen. Wir müssen halt mit dem arbeiten, was uns das Spiel schlussendlich hergibt. Ich schwitze wie Sau. Wollte ich nur mal kurz nochmal angemerkt haben. Seid nicht so ruhig, erzählt was. Ich habe nass geschwitzte Hände. Es gibt nicht. Das ist das 10. Hardcore-Event und trotzdem habe ich immer noch nachts geschwitzte Hände. Vielleicht liegt es daran, weil ich weiß, was kommt. Ich habe keine Ahnung. Okay, also, ich bin gespawnt. So. Ja. Es ist auch furchtbar. Eine Frage hätte ich noch. Mhm. Sind Hühner aggressiv und wenn ja, treten sie in Horden auf? Das wüsste ich auch gern. Centro, vielen Dank für deinen Follow. Dankeschön. Das wärst du. Ich bin gespawnt. Ja, willkommen ich verschwinde nach unten. Gut, dann geh nach unten. So, der erste ist Gratis, der mit dabei ist, dann Astrak, Aldur, Breuwolf und Zerunja. Die jetzt bitte spawnen. Ja, bin dabei. Wow, jetzt krieg ich Herzklopfen. Fuck. Genau. Erst jetzt? Geht's auch gleich los. So, die Prozente zählen. Zombie! Nee, oder? Was? Leute, konzentriert euch. Kein Quatsch machen, bitte, kein ja? Kein Quatsch machen. Macht mich nicht nervös. So, Zerunja, hast Passwort du mich gehört? Nicht vorlesen. Zerunja. Ja, ich hab gehört. Okay. Joinen. Ich log mich gerade ein. Alles gut. Okay, gut. Wie gesagt, wer drauf ist, bitte direkt in den Ingame-Channel zu Max wechseln. Bevor ich gleich runtergehe, wenn ich gejoint bin, ich wünsche euch allen viel Glück und einen ebenfalls schlumpfigen Abend. Als wir hören uns viel Erfolg. Bis in der Stunde. Fröhliches Sterben. Weit man's heile Stunde. Ich bin gejoint, macht's gut. Tata. Viel Spaß. Auf in den Kampf, wie man so schön sagt. Ich hole mir doch etwas Süßigkeiten hoch. Astrak hat bestimmt Nebel und direkt eine Schrotflinte neben sich. Die ha, total, ich hab gleich einen Konsolenbug. Oh. Was für ein Konsolenbug? Die Konsole hat beim Spiel wird gestartet, ist so aufgegangen. Okay. Geil. Cool, bin gejoint, bin weg. Ja, dann runter in Ingame. Ich hoffe mal, der joint jetzt. So, als nächstes, die nächsten sind dann, solange Aldur noch damit beschäftigt ist, rufe ich die nächsten vier. Das ist Captain Karacho, Dietlizan, Firetank und Fränkisch. So, der von Nahrung. Alter. Wann ungefähr kommt das, die Passworteingabe? Die der Passworteingabe. Lädt erst ganz kurz. Ja, der lädt erst kurz und dann kommt die Passworteingabe. Wir starten mein Spiel neu. Okay, wenn all du das Server Information verkauf. Hast du dein Easy Anti-Cheat ausgeschaltet? Ja, hab ich ausgemacht. Gut. Goldkante, wenn Aldur neu startet, dann Goldkante bitte joinen. Aldur ist noch nicht drin, oder wie? Nein. Oh. Die nervt den Aufregung. Mein 7 Days to Die wartet bis weg, weil dann ist, damit wir zusammen sein können. Ich alles aus, was ausgeht. Ja. Ich dachte, du wolltest das Ende erreichen heute. Alter. Ja, das sehen wir ja. Dann ist das aber nicht der Fall. Darf ich das trotzdem weiter joinen? Ja, wenn du wieder drin bist, das Spiel wieder gestartet hast, dann ja. Okay, jetzt läuft's. Wieso? Hört sich gut an. Ach, hast du das Spiel neu gestartet? So, wer wie gesagt drin ist, verlässt den Channel in Ingame. Jupp, das werde ich dann jetzt mal machen. Jo. Okay, dann. Viel Spaß. Bis später. Bis dann. Bis später. Man sieht sich in der Losers Lounge. So, dann haben wir Aldur ist noch am Join, Goldkante ist noch am Join, ne? Und Captain Karacho, richtig? Völlig richtig, bei mir lädt er die Prozent. Sollte auch nicht gleich klappen. Okay, sehr gut. Dann bitte als nächstes schon mal machen Keldoran und Mac.
Ich halte hier den Verkehr auf. Ich bin gejoint, ich gehe runter. Hä? Ja, dann kann sich Maya schwimmen. Ich bin gleich gejagt. Ich gehe mal runter und sag Bescheid. Ich habe einen Killbefehl raus. Puh. So, wo sind wir denn jetzt? Wolltest, glaube ich, gerade Mario genau, Schröber Mario, sagen. Gut Mario aussehender, gut gebauter Mario Schröber. Ach komm, komm, komm. Ach, komm. Da stürzt das Spiel ja schon von alleine ab. Ja. Okay. Mario, bitte joinen. Oh, nicht schlecht. So, ich bin gejoint, ich verlasse. Wow. So, das war jetzt Captain Carajo. Dann Malkaf, bitte. Ja. Ich hätte nicht so viel Kaffee trinken sollen. Das hat nichts mit Kaffee zu tun, glaub mir. So, Mac ist raus. Dann der nächste ist Meinolf. Ah, jupp. Gut, bin weg. Gut, Kelloran ist drin. Dann Memo. Ich bin auch dran. Dann kann Mickey Foley sich gleich anschließen. Jawohl. Sag mal, Goldkante, aber aufgerufen habe ich dich schon, dass du joinen kannst, oder? Der, wen? Hm? Na, Goldkante, dich habe ich schon aufgerufen, ne? Nein, schon... nein. Nicht? Nein. Habe ich dich überlesen? Ja. Ja, sag doch was. Da sitzt er da ganz oben dort und sagt keinen Ton. Also komm, abwaschen. Mir wurde das Maul verboten, habe ich gesagt, okay. Es... Das fängt ja schon mal gut an. Ich habe jetzt gedacht, der braucht ja ewig, bis er joint. Also soll ich, ja? Ja. Bitte. Ich versuch mal mein Glück. Ich zähle dich nämlich die ganze Zeit immer schon mit, denke mir, na, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's ja gar nicht, der braucht so ewig, also sowas. Alter Mann. Der mit seinem Modem. So, Malkaf und Meinolf sehe ich schon genauso wie Mickey. Ich bin dann unten. Ja. So, jawohl. Dann so, ich bin auch unten. Jawohl. Tschüss. Tschüss. Dann Muki, Native, Nodis und Noir. Ihr könnt alle vier joinen. Alles klar. Okay. Mir fällt gerade, ich sollte vielleicht mal auf ein Spiel schauen, dass ich auf einmal irgendwie Hunted bin. Wäre vielleicht nicht schlecht. Ja. Wortkarte wurde akzeptiert. Huha. Es macht es jetzt nicht unbedingt besser, wenn man die ganze Zeit hier sitzt und nicht hunted ist. Ne? Das macht es nicht gerade besser, muss man jetzt sagen, für die Nerven. Findest du? Ja, macht es überhaupt nicht besser. Aber die Zeit kann man schon nutzen, sich wenigstens im Hocken die Gegend anzuschauen. Ja. Oder noch einen Baldrian schlürfen. Nochmal einen Gin aufmachen, dann mal oder Baldrian nachzuschenken. Gut, Captain Carajo ist schon wieder zurück. Was ist da los? So, jetzt sehe ich Native. Ich bin drauf. Ach, Captain Carajo ist aus dem Theater rausgegangen. Gut, dann, wenn du drauf bist, wie gesagt, Channel verlassen. Ach, er ist ja schon. Nordisch. Als nächstes. Jo. Bin drin. Dann bin auch drin. Bis später. Bis später. Dann hätten wir als nächstes Proxy und Razer. Und alle, die sich einen Usernamen mit einem Buchstaben zu Beginn rausgesucht haben, der ziemlich spät im Alphabet kommt, werden noch ein bisschen warten müssen. So, ich bin drin. Viel Spaß, bis später. Bis später. Dann kann sich Schmidtmaster auch gleich anschließen. Das Event ging bis 12 oder bis 9 nächsten Tag? bis um 12. Bis 12, okay.
Ich wurde mich gerade gefragt, Connection wie lange Time es heute dauert. Das kann ich ja nicht genau sagen. Kommt ja von der Tageslänge an. Wer macht alles mit? Kannst du sehen, wenn du auf... Gut, ich bin Adrian. Ich glaube, ich bin der Letzte hier. Well, dann kannst du auch. Bitte? Ich? Soll? Ja. Ja. Okay. Meine Spaghetti-Leitung fängt schon wieder an. So, man schießt sich bis später. Bis später. Ja. Connection Timeout. So, gucken wir mal. Invalid Passwort, das ist schon mal gut. Hast du dich wohl schon mal vertippt? Nee, Invalid Passwort kommt automatisch bei diesem super programmierten Spiel, wenn du auf einen Server gehst, wo du noch nie drauf warst und das Passwort herrscht irgendwo so. Dann kommt die Meldung und die Eingabe. Oh, sieht so aus, als würde ich raufkommen. Downloading Hubcell Data. Aber das wird ja noch nichts bedeuten, das wissen wir ja. Kev und Gabriel, ich sag schon mal schönen guten Abend. Ich gehe gleich auf euch alle ein. Ich habe gleich 10 Minuten, um mich dann down zu... Bin drin. Jo, wie gesagt, runter in Ingame-Channel, wer drin ist. Bin auch drin. Ich wechsle schon mal meinen... Und seht ihr nämlich schon mal im Chat, wo ich... Das gibt's doch nicht, ey. Was ist bei dir? Ich krieg die ganze Zeit Connection Timeout, das kenne ich von früher. Hast jetzt habe ich ein Passwort an Eingabe. Ah, okay. Bin schon mal ein Stück weiter. Sehr gut. So, ich bin drin, ich gehe runter. Genau. Es hat sich auf jeden Fall aber schon bewährt, glaube ich, dieses Gruppenjoinen. Ja. Er macht jetzt schon Initializing Word, also das sieht auf jeden Fall besser aus wie letztes Mal. Gut, pass auf, Proxy, dann mache ich Folgendes. Ich ziehe dich jetzt schon mal mit runter. Okay. Ja? So, Moment. So, meine Damen, meine Herren. Proxy ist der Letzte, der ist gerade noch am Join. Der hatte ein paar kleine Probleme, lag aber nicht am Server. Das heißt, sobald Proxy uns jetzt das Go gibt, dass er auf dem Server ist, dann wird es losgehen. Genau, und dann nicht abwarten, sondern wenn Schnitzel sagt, das Event beginnt jetzt, dann beginnt es auch. Nutzt die Zeit. Richtig, nutzt die Zeit. Einer ist eben auf dem Kaktus gelandet, ist halt Pech. Bin drin, ja. Los geht's. Ja, toll. So, Freunde, Proxy ist drin, das heißt, es geht los. Jeder verlässt jetzt den TS. Macht euch keine Gedanken wegen, sind sie schon weg. Okay. Gutes Gelingen. Gutes Gelingen. Gutes Gelingen. Viel Spaß. So, Freunde, schönen guten Abend. Es geht los. Hardcore-Event. Es wird richtig knackig, das kann ich euch schon mal versprechen. Und deswegen verlieren wir jetzt hier überhaupt keine Zeit. Schönen guten Abend erstmal an alle. Kevin, Gabriel, Femjala, Damir, Lydia, schönen guten Abend. Ja, Schnitzler, was zu sagen, ist ein Wahnsinn. Freunde, ich kann euch eins versprechen. Sobald die Safe Zone aufgelöst ist, purzeln Köpfe. Das verwette ich meinen Arsch drauf. Wir haben getestet, das heißt, ich weiß so ein klein wenig, was kommt. Ich weiß so ein klein wenig, was Phase ist, was Sache ist, was los ist, wie das Ganze funktioniert. Deswegen seht es mir ein bisschen nach, wenn ich den einen oder anderen Chat-Eintrag vielleicht übersehe und da nicht so drauf eingehe. Weil es wird richtig, richtig knackig. Das kann ich euch definitiv versprechen. Femjala ist relativ einfach. Erst einmal gib Ausrufezeichen Multi ein. Dort hast du zumindest alle Streamer. Die siehst du dann schon mal. Alles andere kann ich dir leider so jetzt erstmal nicht sagen, weil die sind auch alle weg. Jetzt aus dem TS. Ich habe sie selbst alle nicht im Kopf. Ich habe jetzt auch keine Liste irgendwie, die ja, das hergibt. Und Gabriel, über den Bratling sprechen wir nochmal. Also das ist ja, also sag mal hier. So, erstmal was zum Kloppen. Brauch noch mehr Stein. Freunde der Sonne, ich kann euch sagen, ich bin nervös wie noch nie und Azrak hat heute begonnen, das kann ich ja sagen, in der Vorbesprechung, mehr oder weniger mit den Worten, das letzte Hardcore-Event war Kinderkacke. Wie gesagt, wir haben die Skripte ja vorher getestet, wir müssen sie testen einfach.
Das letzte Hardcore-Event war Kinderkacke. Kevin, überhaupt kein Problem. Mach dir da keinen Kopf. Ich weiß ja Bescheid. Insofern ist alles gut. Und du... Wir haben ja auch drüber gesprochen, wenn du wieder so weit auf dem Damm bist und da bist, bist du da fertig. Also mach dir da echt mal überhaupt keinen Kopf. Bevor es richtig losgeht, habe ich eine Bitte an euch. Bitte, bitte, bitte verzichtet auf Metagaming. Für jemanden, der nicht weiß, was Metagaming ist. Wenn ihr Multistream schauen solltet, zum Multistream bitte nutzt, ich empfehle euch maximal 4 Streamer. Alle Streamer auf einmal packt er sowieso nicht. Wenn ihr was seht in einem anderen Stream, dass irgendwo einer ist, bitte schreibt mir das nicht in den Chat. Das ist Metagaming. Das kann ich gar nicht wissen. Bitte verzichtet darauf. Ich sage es auch ganz ehrlich, Kevin hat es gerade schon eingegeben, wer Metagaming betreibt, dem werde ich wirklich nochmal freundlich darauf hinweisen, und freundlich ist nicht ironisch gemeint, darauf zu verzichten. Wer es wiederholt macht, bekommt ein Timeout von 5 Minuten. Wer es ein drittes Mal macht, ist unbelehrbar und wird für den heutigen Abend gebannt. Also da bitte auch meine Mods das beachten, und Meta, alles was Meta ist, wenn jemand wirklich reinschreibt hier, der Valkyrie, der ist da und da, bitte löscht das aus dem Chat. Das kann ich in-game gar nicht wissen. Das ist nicht möglich. Also deswegen bitte verzichtet darauf. Also ich werde das auch nicht nutzen. Wenn ihr mir sagt, dass Aldur, Valkyrie oder sonst wer an der und der Stelle ist, in der Nähe von mir, dann werde ich das nicht nutzen. Ihr habt auch gesehen, ich habe 2 Leute, nämlich Asrak und Odin, getrackt. Die haben mir eine Anfrage gestellt. Odin ist bei mir in der Nähe. Und wir werden versuchen, uns zusammen durchzukommen irgendwie. In irgendeiner Art und Weise. Ich habe doch keine Ahnung wie. Also das Event läuft jetzt auch aktuell quasi schon. Wir haben noch ein paar Minuten, dann werde ich die Zeit umstellen. Und dann, meine Freunde, das kann ich euch jetzt schon sagen, dann geht es richtig los. Dann wird es richtig knackig. Ich werde mir jetzt ganz, ganz schnell noch ein paar Woodframes craften. Zumindest mal 10 Stück. Einen Bogen. Und Pfeile. Wenn ich das habe, bin ich da jetzt nämlich schon mal um einiges beruhigter. Und vor allem bin ich beruhigter, dass bei mir dieses Mal tatsächlich das alles läuft. Ein Hinweis noch. Es ist von der Qualität. Ich hoffe, Ingame-Qualität ist einigermaßen in Ordnung. Ich habe es drastisch runtergestellt. Nach der Erfahrung beim letzten Event. Der ein oder andere weiß es vielleicht. Ich habe ja gar nicht gespielt. Es war unspielbar. Habe ich das tatsächlich drastisch alles runtergestellt. Weil einfach, dass ich spielen kann. Und deswegen seht es mir ein bisschen nach. Es ist nicht die grafische Qualität wie normalerweise, wenn ich alleine oder nur mit 2, 3, 4 anderen spiele, dann habe ich komplett alles auf die maximalen Einstellungen. Aber ich denke, es geht trotz alledem einigermaßen. Bin ich wieder erstmal da. Alles klar, Kevin, dann bis später. So, der gute Max ist nicht weit weg. Gerade mal 300 Meter. Pitti, schönen guten Abend. Danke dir. Noch ist es relativ ruhig, weil wir haben alle miteinander circa 10 Minuten, die jetzt fast rum sind, so ein bisschen Welpenschutz. Sobald ich dann gleich die Zeit umstellen werde, das ist nicht mal allzu lange hin, so circa 2, 3 Minuten, dann wird es richtig, richtig, richtig knackig.
So, bloß dass ich das mal sehe. Ach nee. Okay, da haben wir schon mal ein paar Pfeile. Wir haben einen Knüppel und sonstiges. So, das kloppt man mal schnell weg, weil Yucca und so. Aua! Dreckskaktus. So. Max ist 200 Meter weg. Das ist eigentlich super. So, Mac ist im TS. Hallo Mac. Schnitzel, kurze Frage, kann ich kurz? Ja, was? Bin eben durch die Welt gefallen und bin wieder gespawnt. Okay. Ist das in Ordnung soweit? Kann ich weiter zocken? Ja, ist okay. Okay, alles klar, danke. Das war's schon. Da mir haut 1000 Bits raus. Bist du des Wahnsinns? Vielen, vielen Dank, Damir. What the? Junge, Junge, Junge.